Nummer 10 haben wir übrigens eben gewechselt. Wir sind jetzt wieder maximal 2 Kilometer gefahren und stehen schon wieder. Ja, was ist passiert? Wir sind heute Morgen in der Wüste aufgewacht, relativ früh, weil wir irgendwie jeder 500 Fliegen in der Karre hatten. War richtig ekelhaft und da war dann halt irgendwie nicht mehr so lange ausschlafen angesagt. Und der Steffen, der kleine Lurch, der ist dann direkt eine kleine Spritztour fahren gegangen, aber hat auch direkt einen Platten dafür kassiert, weil er sich natürlich nicht unter Kontrolle hatte bei seiner Drifting-Tour. Ich hab ein bisschen Blödsinn gemacht und dann ist mein Auto dabei kaputt gegangen. Also eigentlich nur ein Reifer. Trotzdem ein bisschen unnötig. Tag 1, Minute 1 von der Wüsten-Challenge. Kann das sein, dass dein Auto nach vorne kommt, Alter? Hm? Oh, leck mir den Arsch. Die erste 2 Minuten war ganz okay. Warum ist das eigentlich so kompliziert mit deinem Auto? Weil mein Auto genau der Stelle mega verrostet ist im Schwellen. Also hier. Und jetzt ist das ein bisschen ein Scheiß. Warum der Reifen da unten so eckig ist, frage ich mich. Ich sollte doch eigentlich rund sein. Wie ist es dir warm? Ja, mir ist auch warm. Da laufen lauter so ekelhafte Krabbelfiecher rum. Was ist das? Hängt den hinten raus, ins Gitter oder hängt da was dran? Ja, man sieht nur schön. Alter, ist das ein Zombie-Käfer? Ich glaube, der Wagenheber senkt sich ja, kann das sein? Das ist der eigentliche Eichform, Kollege. Eigentlich ist ein Wagenheber, der nachlässt, kein sonderlich guter Wagenheber, muss ich schon sagen. Wenn ein Reifen, der kaputt ist, auch kein sonderlich guter Reifen ist. Weißt du mal? Warm, Steffen? Hier läuft aus Wasser. Hier ist die 30 und wir sind irgendwo da runtergefahren. Ja. Ja, wir müssen zu diesem Weg runter. Genau. Also hier ist die Militärbasis. Ich weiß es nicht, wo genau. Also jetzt haben wir die Karte ausgenordet. Jetzt wissen wir eigentlich genau, wo wir hin müssen von der Himmelsrichtung hier. Das heißt, Amman liegt jetzt hier in Richtung. Genau. Eher so Nord-Nordwest halt. Das hat alles einen Sinn. Diese Fliegen hier in der Wüste sind sehr aufdringlich. Wir suchen gerade unsere Karre frei zu räuchern. Wir sollten die Fenster zumachen. Ja, wir sind dann nochmal in die Hauptstadt gefahren, nach Amman, haben uns da mit Lebensmitteln und Wasser eingedeckt, haben die Karre vollgetankt, haben die letzten Ersatzreifen repariert, um einfach ja, für die zweitägige Wüsten-Challenge halt so gut es geht halt irgendwie vorbereitet zu sein. Wir lassen gerade nur 2 Reifen flicken. Du warst jetzt. Das ist der Eingang zum letzten Bilderrätsel. Ein Parkverbotsschild, eine blaue Fassade und ein Wellblechdach. Das beschreibt leider Amman ganz gut. Und wir haben uns dann natürlich durchgefragt und immer irgendwelche Einheimischen auf der Straße angesprochen. Aber die haben uns alle immer irgendwo anders hingeschickt. Also jeder hat irgendwas anderes gesagt. Und wir sind irgendwie 3 Stunden durch diese Stadt kreuz und quer gehetzt, bis wir das dann endlich mal irgendwann in irgendeinem Kellerloch gefunden haben. Wir haben es gefunden. Ja, nach 100 Mal die Straße hoch und runterlaufen, sind wir am Anfang der Bilderstrecke. Achtung. Ja, und in dem Hammam, das war ja so eine kleine Räucherhöhle, da saßen halt ein paar Menschen drin, es war total zugeraucht und die haben da gegessen. Also ich glaube, die haben sich da unten versteckt, weil halt Ramadan ist.
vor der Sieger-Ehe muss natürlich die Roadbooks fertiggestellt werden. Wir haben es heute leider verpennt oder nicht geschafft, die Fotos auszudrucken. Es muss bald mal schnell ein Fotodrucker von HP kaufen. Nachdem wir dann quasi alles in der Mann erledigt hatten und uns eingedeckt haben, sind wir dann wieder aus der Stadt raus Richtung Wüste gefahren. Ich bastel gerade alle Souvenirs, die wir so die letzten 4 Wochen gesammelt haben, in dieses Roadbook zusammen. Ich bin traurig, dass wir nicht alles ausdrucken konnten. Was fehlt denn? Ja, die ganzen Bilder-Challenges. Weil die Tintenpatrone alle war, bevor ich überhaupt drankommen konnte, die zu drucken. Ja, jetzt habe ich die Bilder ausgeschnitten, die wir vorher gedruckt haben. Und jetzt gebe ich sie ein. Ohne Witz, ey, den Stress hätte ich mir niemals gegeben, dieses scheiß Roadbook dazu. Ich habe noch nicht einmal reingeguckt in das Kackding. Danke, Mann. Was denn? Wo? Wo? Da! Ja, dann haben wir uns alle erstmal noch ein, zwei Feierabendbierchen gegönnt und sind auf die grandiose Idee gekommen, dass für die Wüsten-Challenge unsere Autos noch eine kleine Soundoptimierung bekommen. Simon, hau runter, das Ding gestern live. So, nach dem dritten Schnitt, den wir jetzt vor dem Vorschalldämpfer angesetzt haben, haben wir jetzt endlich den gewünschten Sound erreicht. Also wir haben jetzt den Gulli gemacht, die Old Lady gemacht und das sind ja die neuen Motoren, die haben ja den Cut quasi direkt im Trümmer. Und jetzt habe ich dem Ziegler seinen gemacht und da kommt der Cut eigentlich in der Mitte vom Auto. Und wie sich herausgestellt hat, ist das Ding einfach schweinelaut. Lass mal an. Ja, das mit dem Auspuff war dann auch irgendwie 2 Minuten lang lustig. Da war der Spaß auch schon vorbei und es ging allen auf den Sack. Aber ja, das passiert halt mal, wenn 12 Jungs unterwegs sind. Ja, und am nächsten Morgen ging es dann endlich los in der Wüste. War irgendwie ganz schön rough, tatsächlich nur mit einem Kompass und einer Karte. Nur Sand und Horizont und hast halt keinen Plan, wo du bist. Ja, aber hat mega, mega Fun gemacht. Tiefenentladene Batterie und jetzt stehen wir in der Wüste, dass das Auto anspringt. Selbst mit Starthilfe hat es nicht funktioniert und dann habe ich gemessen und als wir die Kabel weg haben, ist im Sekundentakt ist die Voltzahl runtergefallen bis auf unter 7, unter 6. Also ist nichts gut. Die ist am Arsch. Jetzt neue Batterie rein, dann schauen wir, ob es geht. 2 Tage müssen sie noch, ne? Wie sehr freust du dich schon auf das Hotel morgen? Ich kann mich gerade nicht konzentrieren, weil... Da ist das Ding. Machen wir das? Das erste Auto beerdigt. Echt, oder? Ja. Dieses Auto ist tot. Er hat quasi einen kleinen, wie nennt man das? Cut. Der Übeltäter. Da läuft raus wie aus dem Wasserfall. Das ist auch die ganze vordere Karosserie verboten.
ist das der Grabstein für die erste Karre? Wir haben uns heute hier versammelt. Bei einer Wüste denkt man ja irgendwie, man fährt auf Sand. Und das ist auch teilweise so, aber größtenteils war das tatsächlich eine Steinwüste. Und es war eher so, als würde man auf Glasscherben fahren. Ja, ich wollte den ein bisschen umstellen, auf einmal hatte ich ihn in der Hand. Was ist das auch, so ein unstabiler Scheiß? Er macht halt ungefähr alles kaputt. Aus unserem Team. Jetzt 5 Meter gefahren, jetzt hat der nächste den Platten. Ich glaube, es ist Reifen Nummer 9. Wer hat einen Platten? Was ist das hier für eine Zangengeburt? Hat der Basti gerade was abgekotzt? Ja. Da hinten kotzt jemand, das ist auch noch. Mausi, was ist denn da passiert? Bist du der Erste, der jetzt hier gereiert hat? Kennst du das, wenn du abends läufst? Ja. Aber der Schwelle war jetzt nur gut, oder? Anscheinend führt der McOil jetzt wieder das Reifenplatzer-Rennen an mit 4 Ersatzreifen. Der kommt auch heute, was? Ja, der ist jetzt nichts. Den Blatt, den wir gerade eben gewechselt haben. Oh. Das mit den Reifen wird jetzt langsam langweilig. So. Ja, voll. Also ich könnte jetzt eigentlich sagen, gefühlt bleiben wir alle 10 Minuten stehen. Der Witz ist, wir bleiben tatsächlich alle 10 Minuten stehen. Hey, Jonzi, wie läuft's so bei dir? Chillig, ich habe gerade mit dem Lusch den Film angeschaut. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Hoffnungslos. Reifen Nummer 10 haben wir übrigens eben gewechselt. Ich muss nochmal korrigieren, es ist noch einer dazugekommen. Wir sind jetzt wieder maximal 2 Kilometer gefahren und stehen schon wieder. Diesmal ist es aber tatsächlich nicht unser Team, sondern die Mädels. Und die haben ihr Unterbodenblech verloren. Alter, hier vorne ist auch nur noch eine Schraube drin. Also ich glaube, wie wäre es, wenn wir es wegmachen? Was ist denn jetzt hier der Plan, Mäuschen? Hä? Ich glaube, dass die halbe Rallye die Orientierung verloren hat. Wahrscheinlich alle ihre Reifen geblasen haben. Die ersten sind ganz stehen geblieben mit geschlitzter Windmatte. Wir starten, wir haben die Peilung und go!